Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore 7. Und ja, Dave, ich muss mal hier die Tooltips anmachen. Wie sehe, habe ich keine Kohle mehr, das ist doof. Muss ich welche holen? Sorge. Es wird dunkel. Das ist nicht so gut. Wir müssen ja mal schlafen gehen. Und dann legen wir los. Ja. Voll geklont. Übelst der Geheimtrick, Freunde. Werf einfach ein Chicken mit einem Ei ab und dann spawnt immer ein Chicken. Baby. Oh yes. Oh Mann. Boah, ich kann schlafen, Gott sei Dank. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. So. Dann suche ich mal eine gute Stelle. Ich sehe gerade auch noch den Sommerskin. Nicht wundern, weil ich werde wahrscheinlich dann heute am Freitag den Skin schon geändert haben. Oder ja, vielleicht schon gestern gemacht, keine Ahnung, muss man schauen. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor, irgendwie dann heute den Skin zu ändern. Bis also dann zum Zeitpunkt Aufnahme. Ich nehme jetzt gerade am Donnerstag auf, also am 7.9. Und eventuell werde ich dann gleich den Skin nochmal auf Frühlingsskin, bis also auf Herbstskin updaten. Und ja, ob es ein bisschen kühler jetzt wird und wieder Herbst wird und dann laufe ich niemanden nicht mehr in kurzen Hosen rum, ne? Sondern normal und T-Shirt und ne. Dann ziehe ich halt den Herbst-Skin wieder an. Na, also nicht wundern. Aber es ist halt, also sowieso jetzt im Morgen, also heute am Tag, habe ich das vorproduziert noch. Und da ist der Herbst-Skin noch nicht drin. Na, also was betrifft das denn, das Tutorial, was hier kommt, ist heute, na. Kann man, glaube ich, irgendwie vor einer Stunde oder so, 17 Uhr, ne? Da ich noch den Sonskin drin gehabt, dann Commands. Die nehme ich gleich im Anschluss auf. Oh, das ist Kohle. Dann, was betrifft das noch? Keine Ahnung. Also, aber vielleicht noch eine Creation oder so, ich glaube schon. Bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall sind so ein paar Videos vorproduziert. Allerdings, ja, habe ich den Herbstskin in den Minecraft-Fakten drin, das ist klar. Na, habe ich immer schön, also nehme ich immer Freitag auf, das ist klar. Und habe ich den Skin schon geupdatet. Und, ja, die Mods, also ein Mod, der heute Abend noch kommt. Den nehme ich dann auch dann, auf noch. Also den habe ich schon heute schon aufgenommen. Zum Zeitpunkt, wo ihr das Video gerade seht. Der kommt ja bestimmt so eine Stunde. Ist mal so 19 Uhr, wo ich das mal hochlade. Na, und das ist schon legendär, diese Uploadzeit. Die geht ja schon immer, seitdem ich Mods mache. Na, da kommen die immer um, ja, am späten Abend. 19 Uhr, 20 Uhr. Obwohl, es gab mal eine Ausnahme. Immer so ein. Und zwar am 1. April 2016. Da war es so, dass ich den Mod schon um 16 Uhr so hochgeladen habe. Weil ich noch richtig heftigen April-Scherz rausholen wollte. So richtig übelst krass, wo ich gequittet bin. Wer quittet bitte am 1. April? Ja, ich zum Beispiel. Aber wer glaubt das bitte? Naja. Aber ich wollte ja dann schon so aussehen lassen, als wäre ich will ich quitten und ich wollte aber nicht die Mod ausfallen lassen. Na? Ja, ich hätte vielleicht auch Bock, dass ich mal mehr Mods bringe. Also zum Beispiel an verschiedenen Wochentagen, zum Beispiel auch mal Mittwoch oder so, oder Donnerstag oder Montag oder was weiß ich an welchem Tag. Der Freitag wird dann bleiben. Als Mod-Freitag, na? Ja, dann trotzdem noch mehr Mods. Ja, also zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel montags und zum Beispiel, keine Ahnung, Samstag auch nochmal eine Mod bringen oder so. Also nicht, dass jetzt Montag, Samstag und Donnerstag und Freitag das Mod kommt, sondern einfach völlig random. Ja. Kann Montag sein, Dienstag sein, Mittwoch sein, Donnerstag sein, Samstag sein oder Sonntag sein. Also Mod kommt völlig random. Aber dass ja trotzdem der Freitag bleibt. So als Modtag, also zum Beispiel, im Moment habe ich ja jetzt
Wie viele Mods? Ein Mod pro Woche. Und dass ich dann einfach zum Beispiel zwei Mods pro Woche mache, vielleicht zum Beispiel noch zusätzlich zum Beispiel nochmal am Samstag zum Beispiel Mod bringen oder so. Oder am Dienstag, je nachdem, wenn ich Bock habe. Na? Also, dass der Fall dann da Freitag bleibt. Na? Und ja. Glaube ich schon so ein Let's Play mal gehabt, ne? Habe ich jetzt alle 2 Tage oder so gebracht. Und trotzdem da Ding ist geblieben. Der Donnerstag. Als Let's Play Tag. Da sehe ich eine Mine. Oh. Was für ein Scharfschütze. Also um einfach mal einen Kommentar schreiben. Eine Frage bis heute nicht. Wird es wohl nicht geben, weil das werde ich eh vergessen. Ist wahrscheinlich. Oder vielleicht mache ich eine Umfrage. Nochmal gucken. Vielleicht denke ich ja dran. Also wieder nicht direkt jetzt kommen, sondern einfach irgendwann. Wenn ich dann dran kann, mache ich einfach bei 8 Minuten oder so, keine Ahnung. Einfach am Ende oder so. Je nachdem. Was von Haus? Keine Ahnung. Oder hinten, ne? Ach, komm her. Danke. Man muss aber nur einmal anfassen, einmal berühren, so mit dem Klick einmal so draufklicken und so. Dann läuft das. War doch nicht, ach lol. Warum? Ich hasse diese Tutorial, ne? Das ist so dumm. Wer das bitte eingefügt? Da gibt es Leute, die 10 Jahre Minecraft spielen. Und dann wird er abgefragt, wie man einen Baum abbaut, ey. Dann sollen die einen Baum abbauen. Als wenn die das noch nie wissen. Also ich weiß nicht, warum man das so toll nicht einfach aufstellen kann, ey. Total dumm. Ah, sind sowieso die letzten Minecraft-Updates, die sind total dumm. Na, ab der 1.9 ging es los mit den Scheiß-Updates. 1.10 war kacke. Ja, vor 1.10, es ging, glaube ich, 1.11, das ging eigentlich auch nicht richtig geil, aber noch verkraftbar. 1.12 ist dann irgendwie so ein bisschen kacke einfach, und da wegen irgendwelchen Farben und so, und sieht auch nicht so geil aus. Tutorial und so, und ja, nicht so schön. 1.13 wird wohl komplett scheiße werden, wegen den ganzen neuen Texturen. Ich weiß nicht, das ist einfach ein Texture Pack. Ja, also wenn ich auf die 1.1, also wenn ich auf die 1.13 updaten sollte, wurde mir definitiv ein Texture Pack. Da wird 100% eingeben, der einfach die Default Textures hier wieder reinmachen. Na, also das wäre auf jeden Fall verwenden, aber unnötig. Warum muss man denn jetzt hier die Texturen ändern? Ja, muss ich wohl Planks craften. Schon, ich hab gecraftet. Oh, dieses Dings regt mich so auf, diese Tutorial, ey. Oh Mann. Naja. Gut. Ja. Hallo. Oh oh. Hui. Komm, drop mal die Eisenschaufel. Also habe ich gerade die Luft angehalten, ey. Ich hab wie so ein Creeper sehe. Das hat sich irgendwie so eingebrannt. Wenn Minecraft Hardcore, sobald ein Creeper ist, da ist, na, sofort. Weg. In allen anderen Projekten würde ich da in so einem Creeper nicht sterben, aber Minecraft Hardcore ist das ein Fluch. Ich habe 6 Hardcore-Projekte gehabt, also 6 Hardcore-Projekte, glaube ich, ne? Und 5-mal durch einen Creeper oder so, glaube ich. Oder? So, bei Minecraft Hardcore 6, 5. War das nicht durch ein Skelett damals? Irgendwie so ungefähr 5-mal ungefähr durch einen Creeper gestorben, in 7 Hardcore-Projekten. Aber ich hatte durch Lava gestorben. Und ich weiß nicht, bei Minecraft Go 5, ob ich da durch ein Skelett gestorben bin oder durch einen Creeper. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, dass das gewesen, genau den Folge Minecraft Core 7. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen. Und tschüss.